So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 5. Es geht weiter. Wir gucken gleich mal, was die nächste Mission ist. Nächste Expertenmission haben wir aktuell. Vergiss es. Startbahn. Startbahn sieht ja ganz gut aus. Wir haben immer noch das doppelte Affengold. Und da passt Startbahn noch ganz gut. Wir benutzen, ich habe keine Ahnung. Noch wieder Affen, Affenflieger. Wir können auch Abfluss mit Affenflieger machen, das geht auch. Machen wir die nächste Mission mal mit einem relativ einfachen Trick, so wie ich es schon später mit Teergruppe machen würde. Ein Trick, womit man einfach jede Mission easy gewinnen kann, gerade wenn man schon so lange spielt. Machen wir mal rückwärts, oder? Nehmen wir mal rückwärts. Finde ich besser. Ach ja, hier, falls ihr wieder wissen wollt, was das Ding macht. Für mich ist ja immer nur das Wichtige, dass es ein bisschen günstiger ist. So, rückwärts. Ich finde, rückwärts ist einfach einfacher. So, und ganz einfach, wir machen am Anfang, kaufen wir uns ein wenig Spielgeld. Und genauso würde ich Teergrube später auch spielen. Somit ist nämlich gar keine einzige Mission mehr wirklich schwierig. So, machen wir, ja, kann man eine Pontonbrücke reinsetzen mit, keine Ahnung, irgendwas anderem. Ich habe für 2000 Dollar jetzt so viel Kohle gemacht. So, Spukgestalt. Das brauche ich noch nicht. Schön, dass ich es da kaufe. Ja. Und das ist einfach der ganz einfache Trick, wie man einfach jede Mission gewinnen kann. Wie ich es später auch mit Teergrube machen würde. Nicht sonderlich schwierig. Und du kriegst halt so viel Geld. Das ist das Geheimnis. Können ja gleich mal ein paar Plantagen bauen noch. Na, passt hier noch einer hin? Ja, wunderbar. Dann können wir hier noch drei Affenfliegerasse hinbauen. Nice, das ist ein mega geiler Aufbau hier. So, wir gehen mal Kommentare weiter durch. Wegen BTD6, man könnte noch eine Nagelfabrik hinzufügen, die anstatt Nägel, Ananasse, Klebstoffpfützen oder Tornados rausschießt. Ja, dann wäre es aber keine Nagelfabrik mehr, ne? Tornados schießt der Magier, Klebstoffschütze schiebst den Klebstoff und die Ananas, ja, die schmeißen die ja sozusagen. Finde ich jetzt nicht so gut. Findest du es gut? Wenn im BTE6 es noch schneller geht als zum Beispiel mal 4, finde ich auf jeden Fall mega geil. Nicht ein doppelter Speed, sondern wirklich vierfacher Speed. Gerade solche hier, die nächsten 50 Runden sind total easy. Die brauchen wir jetzt also. Ja. Die sind easy gemacht, weißt du? Welche Fähigkeit sowie Erstschlag findest du am schlechtesten? Absolut null, hatte ich geschrieben. Wann sollte man arktische Wind und wann sollte man Eisbrocken benutzen? Hatte ich, glaube ich, schon in der Dings-Winter-Update-Map gesagt gehabt. Wenn halt wirklich Massen an Bloons, an normalen Bloons kommen, sollte man Eisbrocken benutzen. Denn die Schrapnelle von dem Eisbrockenturm, die killen so viele Bloons, dann kannst du ein ganzes Game mitgewinnen. Arktischer Wind ist einfach dafür da, dass, also man sollte es eigentlich, arktischer Wind benutzt man nur in Kombination mit dem Eisbrocken. Ein arktischer Wind an sich finde ich jetzt nicht so sinnvoll.
Eine Arctic ist einfach dafür da, dass die ganzen Blumen geslowt werden. Und du dann halt, zum Beispiel im Eisbrocken, die ganzen Blumen nebeneinander alle killen kannst. Also Arctic Wind, wie gesagt, eigentlich nur in Verbindung mit dem Eisbrocken, ansonsten nicht so sinnvoll, finde ich. Das genau. Wenn ich jetzt noch drei hinmache, habe ich 5 mal 360. Ja, dann kaufen wir uns das lieber. Dann brauche ich den Radarscanner nicht kaufen. Hm. 520 ist apart. Kannst du mal testen, was passiert, wenn man in der Mission, wo man das Affendorf beschützen muss, ein Gott der Sonne hindeutet? Theoretisch würde er es ja auffressen, aufessen, aber dann wäre die Mission vorbei. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob es solche Missionen gibt, also gibt es bestimmt. Ich hatte da auch schon geschrieben gehabt, also entweder er saugt ihn nicht ein, weil es vielleicht kein Gebäude ist, was dem Spieler gehört, was ihm wirklich zugeordnet ist. Ich glaube, das kann man im Kopf ja auch nicht machen, die Gebäude des Freundes mit einsaugen. Oder man kann den Gott der Sonne überhaupt gar nicht in der Mission bauen. Also eins von beiden wird sein. Du bist der Beste, meine Frage. Macht es dir sehr viel Spaß, das immer zu spielen? Du machst das nur für YouTube? Ich lese mal das vor, was ich geschrieben habe. Ab und zu ja, deswegen nehme ich nur alle paar Wochen mal auf. Ja, ich mache das nur für YouTube. Für mich würde ich das so lange wohl nicht spielen. Es ist einfach der Vollständigkeit halber. Oder des Perfektionismus hin, dass ich das spiele. Sonst würde ich das Spiel nicht so lange spielen. So, 521. Part sind nicht alle Kommentare hier vorleswürdig. Na, da kam aber ganz schön was durch gerade. Aber Sauger oder sowas hinzusetzen bringt jetzt nicht wirklich. Das könnte man, wenn ich in die Mitte eine Pontonbrücke setzen würde. Das könnte man dann darauf bauen. Ninja-Affen. Warum tun wir nicht? Snapper auch nicht. Hier brauche ich keine Pontonbrücke. Sauger sind auch dämlich, weil die halt die alle in die Dienst reinschmeißen würden. Okay, das war klar. Aber ich brauche Sauger. Ich könnte die Sauger links und rechts hinstellen. Hier immer zwei Sauger hinsetzen. Mit einem Affendörfchen. Um es günstiger zu machen. Passt nicht hin. Naja, jetzt will ich mir ganz mal kaufen. Das kriegen wir jetzt so hin. Sieht schon besser aus. Könntest du mal bitte eine Folge machen, in der du einfach nur einen Ton benutzt? Ich hatte darauf geschrieben, was soll das bringen? Darauf habe ich leider keine Antwort bekommen. Ich hoffe, dass bitte die 60 Türme, die man setzen will. Okay, der kam auf mein Rechtszeug, das habe ich nicht gesehen. Das war mir zu schnell. Wenn sie jetzt hier schon mal eingesetzt, noch ein paar ein Sauger. Ach, guck mal, ich mal einen fertig bauen. Natürlich nicht. Aber das ist einfach so eine räudige Map. Super ranzig. Hm.
Ich hoffe, dass wir in BT6 die Hummer, die man setzen will, wenn man sie gerade aus dem Menü zieht, verschwinden, wenn die Runde vorbei ist. Ja, das ist halt öfter so. Das ist aber auf jeden Fall ein Bug, das ist nicht gewollt. Also es ist ein scheiß Programmierung wahrscheinlich. Ich hab total Schiss, ey, dass sie durchkommen. So, jetzt können wir den Schnellschredder machen. Ich hätte die Plantage noch höher machen sollen. Aktuell echt zu schwach.